Bildungszentrum zur Verleihung des Alternativen Medienpreises 2011. Es ist der 12. Alternative Medienpreis. Insgesamt 4.000 Euro an Preisen werden vergeben und je zwei Preise zu 500 Euro in der Sparte Audio, Video, Presse und Internet. Wir sind beim Internet. Und auch da gibt es immer jede Menge Einsendungen und die Vorjury hat sich auf folgende Nominierungen geeinigt. Oliver Fleiner und Willi Lang, www.behindertbarrierefrei.de. Dann Dr. Gabriele Hofacker von der Journalistenakademie, Professor Klaus Mayer von der TU Dortmund und Thorsten Steinhoff von der Journalistenakademie. Jetzt sind wir gespannt, wer ist es geworden? Der erste Preis Internet geht, was mich besonders freut, an Oliver Fleiner und Willi Lang für ihr Webportal www.behindertbarrierefrei.de. Und wir haben heute in der Pressekonferenz uns schon kurz unterhalten und die beiden Macher sagen, sie wollen Barrieren abbauen auf allen Ebenen. Und wir werfen jetzt erstmal einen Blick auf den Webauftritt. Jetzt komme ich einfach zu Ihnen rüber. Und ich darf Ihnen als erstes mal die Urkunde überreichen, die liegt an Sie. Dann den Scheck und ein Buch Online-Journalismus. Ja. Sie sind beide hier mit dem Rollstuhl zu uns gekommen aus Kirchheim-Pech mit der Bahn, sind voll mobil. Frage jetzt an Sie, wie sind Sie auf die Idee gekommen, diesen schönen und sehr, sehr sinnvollen Webauftritt ins Leben zu rufen? Es ist so entstanden, wir haben gesehen, es gibt sehr, sehr viele Seiten schon im Internet, also über Behinderungen und Barrierefreiheit. Wir wollten aber einen Internetauftritt schaffen, wo es jeder Nutzer die Möglichkeit hat, mitzumachen, aktiv mitzuarbeiten. Kleine Vereine, wo auch die Möglichkeit haben, ihren Verein vorzustellen, Termine rund ums Thema Behinderungen bei uns zu veröffentlichen. Nicht das eigene Süpple kochen, sage mir so, sondern wirklich zusammen in ganz Deutschland Termine zusammentragen, Aktivitäten zusammenzutragen. Das war in erster Linie mal unser Ziel. Und barrierefrei, das war für uns das Thema. Ja, Barrierefreiheit bedeutet für uns Teilhabe am Leben, das ist das Wichtigste überhaupt, dass man uns nicht versteckt, dass wir rausgehen. Auch heute schon gesagt, Sie jetzt auch, Sie machen sehr viele Videos. Was sind denn die Themen Ihrer Videos? Also unser erstes Video war folgendes, wir geben ein kostenloses Rollstuhltraining und das Highlight war von dem ersten Rollstuhltraining, haben wir beide uns gefilmt und zwar wie man mit dem Rollstuhl die Rolltreppen überwindet. Ja. Rauf und runter. Und mittlerweile ist es so, dass wir jede zweite Woche oder jede dritte Woche in Stuttgart Rollstuhltraining geben. Da kommen immer ein, zwei Leute dazu. Der eine traut sich das, der andere nicht. Aber auf jeden Fall ist unser Ziel bis zum Ende des Jahres, dass wir auch einen Weltrekord machen. Mit Bundesfotograf oder mit Video aufnehmen, dass eben da 15 Rollstuhlfahrer am Stück von oben runterkommen und dann auch wieder heil hochkommen. Ja. Also das war unser erstes. Unser letztes ist, das kann ich auch zeigen, da fahre ich gerade mal rum. Das ist jetzt die neueste Idee, die haben wir. Da unten haben wir unsere iPhones festmachen lassen. Die Idee haben wir mit dem Fahrradhändler ausgeklüngelt. Und jetzt sind wir halt per Navigationssystem hierher gefahren, vom Bahnhof. Ja. Ja. Also, die Idee gibt es noch nicht, haben wir, glaube ich, letzte Woche reingestellt. Ja. Und so geht es so, also jeden Tag fallen uns 10 Sachen ein. Unglaublich, ja. Ich weiß gar nicht, was wir nächste Woche, das gehen wir auf eine Messe, kriegen, dann gehen wir noch nach Oberstdorf in Rollstuhlhotel und dann machen wir noch natürlich, weil Oberstdorf ein ganz, ganz toller Ort ist, der sehr behindertenfreundlich ist und barrierefrei ist. Und dann machen wir auf jeden Fall,
das Höchste, und das heißt, das Höchste, wir fahren mit den Rollstühlen auf das Nebelhorn hoch und fahren dann zur Hälfte wieder runter und der Rest geht dann mit dem Rollstuhl wieder bergab. Also so, aber nee, morgen fällt uns schon wieder was Neues ein. Also es gibt sehr, sehr vieles zu tun, ja. Und wir sind halt wahnsinnig schnell und deswegen wächst die Säule unglaublich. So, jetzt reicht es. Ganz großen Applaus für. Wir möchten jetzt natürlich aus kundigem Munde erfahren, was da das Besondere an der Geschichte ist. Und die Laudatio kommt von Thorsten Steinhoff. Thorsten Steinhoff arbeitet seit vielen Jahren mit dem Internet. In der Journalistenakademie ist es unser Webingenieur, aber ein Webingenieur mit sehr viel sozialen und politischen und Verstand. Und wir machen in unseren Projekten sehr viel barrierefreie Auftritte, bemühen uns darum, ganz barrierefrei wird es nie. Und er kennt sich da aus und er war begeistert. Auch für Gehörlose wird das Web zunehmend attraktiv. Aber Technik ist nur ein Mittel. Wichtig sind die Inhalte. Und es geht darum, wer welche Informationen benötigt und von wem sie kommen. Unter der prägnanten Webadresse behindert-barrierefrei.de haben Willi Lang und Oliver Fleiner mit ihrer Website eine Plattform gegründet, die ihresgleichen bisher nicht findet. Die beiden Preisträger sind selbst körperlich beeinträchtigt. Sie wissen aus eigener Erfahrung, mit welchen Fragen und Problemen an Multiple Sklerose Erkrankte oder Schlaganfallpatienten urplötzlich konfrontiert werden. Und sie wissen, dass die beste Hilfe aus der Gemeinschaft selbst kommt, der Community. So erstaunt es auch nicht, dass die Site behindert-barrierefrei.de mit allem arbeitet, was das zeitgenössische Web zu bieten hat. Facebook, Twitter, YouTube, sie alle sind mit von der Partie. Trotzdem wird sich auf dem neuen Webportal niemand verirren. Oliver Fleiner und Willi Lang kommen immer schnell auf den Punkt. Schnelle Hilfe durch gezielte Informationen, darum geht es ihnen. In bester Web-Community-Tradition fordern sie die Gäste zum Mitmachen auf. Ob Infos oder Geschichten, ob Kommentare, Diskussionsbeitrag, alle Formate stehen der Gemeinschaft offen. Und an dieser Gemeinschaft kann sich jeder beteiligen. Bei einer solchen engagierten Offenheit hoffen die Juroren, dass Willi Lang und Oliver Fleiner den Alternativen Medienpreis 2011 gerne entgegennehmen, als Würdigung und als fördernden Beitrag zu ihrem Projekt aus Kirchheim unter Teck. Mit Grüßen aus Berlin vom Bildungstag, Thorsten Steinhoff.